In die Mitte, jawohl. Ja, na klar. Da stand Forbes. So. Hallo. Genau. Es freut mich, dass ihr heute gekommen seid. Ja. Sehr freut mich. Zu eurer Hausmesse. Ne? Genau. Hier in Kurtscheid. Ne? Wir sind bei der Familie Vogel, wo wir das Fahrzeug gekauft haben. Das habt ihr ja mitbekommen. Und der Herr Vogel hat gedacht, er zeigt uns mal seinen Betrieb. Genau. Gehen wir einfach runter. Gehen wir einfach mal rum. Genau. So. So, hier oben könnt ihr sehen, wo die ganzen Kunden hängen. Die alles zufriedene Kunden? Ja, die Anne haben wir nicht auf, wir haben. Zum Beispiel jetzt von 15er. Ja. Wenn die Leute wegfahren, wir haben ein Foto gemacht. Okay. Mit eins aufgehangen und dann eins kriegen die Leute mit nach Hause. Ne? Ja. Da kriegen wir auch ein Bild. Ja, aber nicht, wenn wir das abholen. Nein, wir haben auch hier nach für euch extra Nägel schon hier. Da kommt der Sand, die sind schon vorgearbeitet. Ne? Ah, da sind da, schon die Nägel vorgearbeitet. Da wird ihr aufgehangen. Ja. So, da gehen wir einfach hier im Motto durch. Dann haben wir jetzt ein bisschen Besatzbaffung gemacht. Das ist unser treueste Mitarbeiter hier. Ja, der treueste Mitarbeiter, den kennen wir schon vom letzten Jahr. Leni oder vom Frühjahr. Und Toni. So ja, genau. Toni. Jetzt weiß ich auch, wo mir das Gesicht so bekannt kam. Seins nicht. Ja, nee, ich natürlich nicht. Ja, sehr klar. Ja. Ja, aber wir haben uns ja im Frühling schon gesehen, als wir schon mal hier waren. Ja. Und dann haben sie uns Autos schon gezeigt. Ja. 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 Deshalb vielleicht. Das war ein Service, ne? Ja, das ist toll. Das gibt's auch nur hier. Ja, na klar. Ja. Firma Vogel ist weltbekannt dafür. Ja, das haben wir schon gemerkt. Der filmt, ja? Ja. Guter Ding. Auf besonderen Wunsch. Auf besonderen Wunsch. Genau. Ja, wir wollten mal den Betrieb zeigen. Und wann kommt das in der Tagesschau? Nee, Tagesschau nicht. Doch, also, heute Abend doch. Wir fahren gleich von hier nach Mainz und dann... Achso, ZDF. Moment, Mainz ist ZDF, genau. Ja, nee, genau. Hamburg. Wir fahren nach Hamburg, Tagesschau. Mit Wohnmobil oder ohne? Das kommt auf Herrn Vogel an. Wenn wir jetzt eben schnell eins mitnehmen dürfen, dann natürlich mit. Lass mal schauen, ne? Ja, schauen wir mal. Machen wir Platz jetzt hier. Mitnehmen. Ja, den hier Auto heißt Mucki. Ach, den okay. Haben wir schon gesehen. Den haben wir schon gesehen, ja. Weil er so muckelig den ist. Den müsst ihr natürlich da oben auch mal mitfilmen. Den ja, das können wir machen. Vorne. Das machen wir gleich. So. Das sind auch Kunden, die ein Auto kaufen wollen. Kennst du die zwei? Ja, sind sie? Nee. Du. Leni und Toni. Ja, ja, Leni und hast du erzählt. Genau. Hast du erzählt? Ja, er war voll des Lobes, was da immer so für tolle Reportagen daraus kommt. Ja, ja, wir sind gerade wieder dabei. Ja, na, echt genau. Und fahrt er wirklich nach Hamburg jetzt? Nein. Ja, ich kann doch nicht dafür, aber ich bin richtig naiv. Unser Frau Mucki hier, die gute Seele des Hauses. Dankeschön. Das sehr ist schön. Von Ihnen. Schön, Sie kennenzulernen. Danke gleich. Alles, es macht nichts. Ich nehme nichts. So. Das ist die alles Tochter, die hier mit dem Büro ist, ne? Ja, hallo. hier hatten wir ja das Fahrzeug gemietet. Ja. Hier haben wir ja die Vermietung damals klar gemacht. Den 334. Den 334. Der sehr schön gewesen ist. Ja, genau. So, gehen wir weiter. Das ist für den Nachbock schon ein Bett hier. Ach so, okay. Gestern eine aufgeräumte Werkstatt. Das ist die Werkstatt? Okay. Die sieht immer so aus, fast. Ja. Das sind alles hier Kunden von uns, die sind auch gekauft, haben wir schon gesehen. Ja. Wie es so ist bei der Hausmesse. Genau. Hier gibt es lecker Kuchen und lecker Kaffee. Ja. Leni ist schon wieder mit Kaffee und so, bist du noch fertig? Ja. Ich komme gleich hinterher. So, das ist ein kleiner Gag. Die Leute haben bei uns ein Fahrzeug gekauft. Und, ach so, die haben ein Fahrzeug bei Ihnen gekauft. Wir haben den Boden heute mal hier ein bisschen so, statt Kuchen was anderes zu bieten. Ne? Das war nicht schlecht. Den haben wir schon probiert. Ja. Der ist super lecker. Ja. Ja. Wahnsinn. Ja, nicht ganz, aber fast. Das neue Fernsehen. Das neue Fernsehen. Es ist immer so familiär hier. Immer. Ja. Das ist wirklich so. Und hier ist Mucki. Guck. Da ist Mucki. Mucki 2 sogar. Mucki 2 ist das schon. Ja, das ist schon Mucki 2. Das ist Mucki 2, genau. Ja, dann haben wir hier die ganzen Modelle jetzt hier stehen. Ne? Hallo.
Hallo. Ja, hier ist ja wirklich alles, was Carrado zu bieten hat. Das heißt, die ganze Palette hier? Ja. Und die gehen auch alle in die Vermietung nächstes Jahr? Jetzt sind alles Ausstellungsfahrzeuge, Mietefahrzeuge kommen erst noch. Ah ja. Die bleiben also hier stehen bis März, April, aber die Leute immer, wenn sie weit kommen, noch alles ganze Programm hier haben. Ne? Noch was gucken können, genau. Ja, das ist schon beeindruckend. Du hast ja viele Kunden, die haben schon ein zweites Auto gekauft, wie hier der Fahrt kommt auch. Ja, ich denke mal, wer zufrieden ist, der kommt auch wieder, ne? Und viele Autos, soll man auch immer sagen, am Anfang, kauft nicht zu klein, weil die Preisunterschiede, habt ihr selber gesehen, ja, waren nicht so hoch. Ja. Und einfach 3 Jahre stellen, sagt, das Jahr hat ja recht, ja, ne? Das ist immer teuer dann. Ja. Bei uns war es ja eher das Gewicht, aber da vertrauen wir ihm ja. Das hinhaut. Hat er schon gefilmt? Habe ich gefilmt, er ist drauf. Ja. Gibt es heute Abend in der Tagesschau. Wenn Sie gerade da stehen, dann finde ich Sie wieder. Weil kannst du ja gleich mal Interview geben. Ich rufe YouTube jetzt erstmal meine Frau. Das passt gut, ein Bote hin. Das hey, jetzt weiß ich, wo ich euch bin. Ich habe die ganze... Echt? Ich habe die Filme gesehen. Gibt's doch nicht. Der ist also selbst auch Vermieter. Ja, ja, so nebenberuflich mache ich ja, das. Ja, mit Frau. Ja, ja. Vermieter mit Frau. Ja. Vermieter mit Frau. Das ist die Regina. Das ist Regina, genau. Die redet sehr wenig. Bleibt ja über die Gast. Hast du auch so? Nee. Was ist er hat gesagt, ich suche mal die Regina. Und so irgendwie... Wer ist denn das? Den Video. Ach, genau. Ich habe eben bei... Wie wir am Flammi gestanden haben. Ja. Ich wollte dem noch ergeben und wollte sie noch Ich muss noch mal rundgehen. Ich muss noch ein Wohnmobil verkaufen. Ja. Ja, bei uns hat es auch geklappt. Also es war dann ein halbes Jahr zeitversetzt, aber letztlich hat der Mucki uns das verkauft. Genau, stimmt. Du bist schuld dran. Ich bin schuld. Du hast den Stein ins Rollen gebracht. Ja. Ich bin schuld, dass du mir... Hättest dich damals bist. Schlecht benommen, wärst du heute nicht hier. Ich kniete nämlich unter einem Wohnmobil und suchte nach dem Dings Abwasser. Fürs Abwasser. Und dann sagt der junge Frau, was suchen Sie denn hier? So war das. Genau. Stimmt. Ja. Das ist schon schön.